So, hallo und herzlich willkommen im Auwald. Ich dachte, ich mache mal eine kleine freie Hand gehaltene Sequenz, weil was ich gleich mache, da kriegt ihr nicht mehr viel von der Umgebung zu sehen. Ich bin hier ein bisschen am Kundschaften und guck mal, was ich hier so Interessantes finden kann. Jetzt beginnt es interessant zu werden. Bisher war leider eher langweilig, aber ja, das Eckchen hier finde ich jetzt schon recht spannend. Also, das nur so als kleinen Überblick und worum soll es gehen? Naja, wenn ich am Kundschaften bin, dann habe ich natürlich mein Survival-Kit dabei. Dann vielleicht erinnert ihr euch, ich habe mit dem Survival-Kit-Videos eben entsprechend schon vor ziemlich langer Zeit angefangen. Das war noch in der Frühzeit des Kanals, dass ich das erste Mal gemacht habe und habe seitdem mein Survival-Kit jetzt, glaube ich, zum 5. oder 6. Mal aktualisiert. Ich tue jetzt einfach mal so, als sei es inzwischen das 5. Also das Survival-Kit bzw. EDC-Päckle 5.0. Ja, eigentlich ist es 5.1, weil ich es noch mal ein bisschen aktualisiert habe, nachdem ich es erstellt habe. Und dementsprechend 5.1 wäre eigentlich zutreffender. Jo, jedenfalls wollte ich euch jetzt mal zeigen, was da jetzt aktuell wieder drin ist. Es gibt so Dinge, die sind mal drin, dann sind sie wieder nicht mehr drin, dann sind sie wieder drin, dann sind sie wieder nicht mehr drin. Zum Beispiel die Tatsache, das Ganze in einer Metalldose zu verpacken, um da drin dann gegebenenfalls auch noch Wasser abkochen zu können, habe ich jetzt gerade aktuell wieder aufgegeben. Erkläre ich euch dann auch warum. Und ja, darum soll es gehen. Und wenn euch das interessiert, dann viel Spaß und sonst lieber nicht angucken. Ne? So, jetzt hat also mein neues Survival-Täschchen, beziehungsweise, ja gut, die Tasche selber ist auch neu. Die habe ich mir jetzt halt mal gekauft, weil das so eine, ja, man würde wahrscheinlich im Fachjargon Tactical Pouch entsprechend dazu sagen, denn sie hat Molle-Schlaufen, zumindest innen drin. Und ich wollte die deswegen haben, weil ich nach längerer Überlegung doch dazu gekommen bin, dass ich inzwischen manchmal auch Hosen anhabe, die keine super großen Beintaschen haben. Und meine bisherigen EDC-Paketchen waren immer dazu ausgelegt, in der großen Beintasche meiner Hosen transportiert zu werden. Und ja, ich benutze gerade bei längeren Wanderungen zunehmend vernünftige Trekkinghosen, die halt zum Laufen per se, wenn man wirklich viele Kilometer macht, doch nochmal angenehmer sind als die BW Moleskin Hose, auch wenn die nach wie vor die ideale Waldhose ist. Und deswegen habe ich was haben wollen, dass ich mir auch an den Gürtel hängen kann, damit ich es halt eben nicht in die Beintasche reinstecken muss. Es passt jetzt trotzdem noch in die Beintasche einer Moleskin-Hose rein. Man kann es sich aber eben jetzt auch an den Gürtel hängen, weil es hier so einen Clip hat. Und mit besagtem Clip kann man es theoretisch auch an den Rucksack hängen und an irgendwas, das Molle-Schlaufen hat. Ne? Aber für mich kommt eigentlich da wirklich nur der Gürtel in Frage, weil an den Rucksack hängen, wozu, dann packe ich sie lieber rein. Deswegen, ja, hat für mich keine Funktion. Das Ganze ist ein Täschchen mit Reißverschluss und man kann es entsprechend aufmachen. Und die Tasche selber, das ist so ein Billigding aus China, ne? Käuflich zu erwerben beim Decathlon, aber das ist jetzt nichts, was jetzt großartig unbedingt erwähnenswert wäre. So. Das Ganze sieht dann so aus, der Gag dabei ist halt, dass diese Taschen mit ihren diversen Schläufchen und so weiter und so fort halt diverse Befestigungsmöglichkeiten bieten, wo man sein Gerümpel organisieren kann. Halte ich das für unbedingt notwendig, sein Gerümpel organisieren zu können? Nicht unbedingt, aber irgendwie ganz witzig ist es ja schon. Und meine EDC-Taschen und Survival-Kits sind immer so ein bisschen so ausgelegt, dass sie mir auch Spaß machen sollen. Also ich habe da Mordsfreude am Überlegen, was man da reinpacken kann und wie man die am besten zusammenstellen kann und was man noch optimieren kann und so weiter und so fort. Und man kann schlecht in so einer kleinen Tasche alles drin haben, dass man damit Zombie-Apokalypsen und Schlimmeres entsprechend überleben kann. Und daher habe ich diesen Anspruch auch gar nicht unbedingt. Der Anspruch, den das Ding hat, ist tatsächlich eine, da soll nach Möglichkeit alles drin sein, was ich vergessen habe, wenn ich in den Wald gehe und was ich eventuell gebrauchen könnte, um dort grundsätzlich erstmal klarzukommen.
Ja, das ist so jetzt der tiefere Sinn und Zweck von diesem Ding. Also nicht für unendlich lange Zombie-Apokalypsen primär ausgelegt, wenn auch ein, zwei, drei Gegenstände, die da drin sind, dann doch tatsächlich für eine sehr langfristige Anwendung, falls es doch zu irgendeinem Fall kommen sollte. Das ist natürlich super unwahrscheinlich, ne? Aber es macht mir einfach Spaß, darüber nachzudenken und das entsprechend einzuplanen. Falls es doch eben zu einem Fall kommen sollte, wo man ganz lange Zeit auf sich gestellt eben zurechtkommen muss. So, zunächst mal Wassertransport ist diese Tüte da. Zusätzlich ist diese Tüte noch da, um Kleinkram, der hier noch drin lag, der lose ist, weil ich dafür keine Schlaufen mehr übrig habe, schön zu befestigen, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass er nicht direkt aus der Tüte, aus der Tasche rausfällt, sobald man die Tasche aufmacht. Dieses Zeug hier, dabei handelt es sich zunächst mal um kleine Handtücher, also das sind so in Taschentuchgröße Textiltüchlein, sind ein wunderbares Klopapier, kann man für irgendwelche körperpflegetechnischen Dinge verwenden, kann man als Putzlappe verwenden, kann man zum Geschirrspülen verwenden. Ich habe die primär jetzt als Klopapier erstens, zweitens als tatsächlich Hygienetüchlein, wenn man sich irgendwie erfrischen möchte, drittens zum Topf abputzen, zum Topfspülen und so weiter und so fort, für solche Dinge dabei. Ich denke, wenn die mal aufgebraucht wären in einer Notsituation, naja, das Überleben erleichtern tun sie jetzt nicht wirklich, es ist eher mehr so ein Komfortdingens, ne? So, dann, das hier sind Traubenzucker. Röhrchen, da ist schlicht und ergreifend Traubenzucker drin, ist gedacht, wenn der so Blutzuckerspiegel im Keller ist, dass man dann so ein, zwei von denen einschmeißen kann, wenn man wirklich gar nicht mehr weiter kann und dann erstens mental und zweitens auch tatsächlich ein bisschen physisch nochmal einen gewissen Energieschub verspüren kann. Oder man bildet es sich ein. Ist im Grunde vollkommen Wurst. Hauptsache irgendeine Wirkung, ob eingebildet oder tatsächlich vorhanden, findet statt. Und in meinem Fall, ich bilde mir ein, sie wäre tatsächlich vorhanden. Dann habe ich hier leider schon etwas verrumpelt. Zweimal Oropax. Gut, die wiegen überhaupt nichts, nehmen kaum Platz weg. Natürlich braucht man die jetzt nicht zwingend für irgendwelche Survival-Situationen. Aber mir ist es inzwischen wirklich zu oft passiert, dass ich insbesondere im Zug, weil ich gerne ohne Kopfhörer unterwegs bin und gefühlt die eine Person im Zug ist, die ohne Kopfhörer unterwegs ist, dann von irgendwelchen betrunkenen, geistig verwirrten oder sonstigen seltsamen Menschen, für manches davon können sie ja nichts, aber für Betrunken zum Beispiel schon, vollgelabert werde und dann möchte ich gerne irgendeine Option haben, um sie besser ignorieren zu können, um mich auf mein Buch zu vertiefen. Ne? Außerdem beim Schlafen manchmal ganz hilfreich, je nachdem in welcher Situation man pennen möchte, wenn es dann halt doch irgendwie laut ist. Und standardmäßig habe ich keine im Gepäck, Oropax, weil ich meistens denke, ich werde wo übernachten, wo es nicht laut ist. Und wenn ich dann doch irgendwo übernachten muss, wo es dann plötzlich doch laut ist, weil Straße in der Nähe oder Windrad oder sonst irgendwas, dann sind die ganz hilfreich. Dann haben wir hier, das war auch noch ein Tütchen, ein bisschen Survival-Schnur in Form von, ja, man kann es als Nähgarn verwenden, kann ansonsten als normaler Zwirn, eine dicke, festere Schnur verwendet werden, ist recht reißfest. Natürlich kann man sich damit nirgendwo abseilen, aber für irgendwelche kleinen Reparaturarbeiten, für irgendwelche kleinen Abspannarbeiten am Tarp reicht es auch noch. Klar, wenn der große Sturm kommt, wird es nicht mehr halten, aber ja, ist auf jeden Fall sehr universell verwendbar und vor allen Dingen ist das sehr viel Schnur. Diese kleine Spule und drumherum ist noch so ein Ranger-Bändchen, also so ein abgeschnittener Fahrradschlauch. Die Tüte sammle ich mal ein, bevor sie wegfliegt. Messertechnisch hatte ich lange überlegt, ob ich da überhaupt eins reinschmeißen soll, weil ich auch normalerweise sonst irgendwie eins in der Hosentasche habe. Deswegen ist es im Grunde in den meisten Situationen wirklich nur ein Backup-Messer. Es kommt aber ganz selten mal vor, dass ich mein normales Messer vergessen habe, weil ich mal gerade die Hose gewechselt habe oder irgendwie sowas. Und wenn man dann halt in seinem Survival-Kit noch ein kleines Backup-Messer drin hat, ist man sicherlich gut ausgestattet. Das ist ein Switzer-Messer. Das sind mal die Alternative, ist eine der beiden Alternativen zu Victorinox. Sehr scharf, sehr scharf. Schöne Klinge, schön flach, schön angenehm zum Schnitzen. Mit dieser kleinen Fingermulde, das ist jetzt natürlich ein Designelement, muss man mögen. Dann hat es eine kleine Säge, die mag jetzt nur klein sein, aber das Allermeiste, was ich sägen will, kann ich damit auch noch sägen. Die ist auch sehr scharf, sägt sehr gut, kriegt man wirklich fast alles mit durch. Es gibt einen Dosenöffner, finde ich in einem Survival-Kit auch sehr praktisch, weil man ja doch vielleicht eventuell einen Zombie-Apokalypsen-Prepper-Bunker findet und da drin sind jede Menge Konservendosen, dann kann man sie nicht aufmachen. Also das wäre ja auch schade und demzufolge braucht man unbedingt einen Dosenöffner.
Und was man auch unbedingt braucht, ist natürlich ein Flaschenöffner. Ich erzähle die Geschichte wahrscheinlich jedes Mal, wenn ich eines meiner Survival Kits vorstelle, aber ich bin tatsächlich ein Mensch, der noch nicht gelernt hat, wie man Flaschen ohne Flaschenöffner aufmacht, weil ich so selten Flaschen aufmache, weil ich kein Bier trinke. Ne? Demzufolge kommen bei mir nur eigentlich Cola-Flaschen im Wesentlichen in Frage, wenn ich meinen Flaschenöffner brauche. Und das Ding hat noch einen Korkenzieher, weil sollte man eine romantische Stimmung vorfinden am Ende der Welt oder auch sonst irgendwann und hat tatsächlich nichts dabei, um die Flasche Wein, an die man gedacht hat, dass man sie mitnehmen könnte, aufzumachen, dann wird man sehr dankbar sein, wenn man einen Korkenzieher dabei hat. Und außerdem ist er halt nun mal an dem Messer dran. Das wäre jetzt nicht unbedingt was gewesen, was ich mir unbedingt gewünscht hätte, was am Messer dran ist, aber schon cool. Achso, die Klinge arretiert übrigens, die ist feststehend und man kann hier auf das Schweizer Kreuzchen drücken. Na, um sie wieder einzuklappen, muss man nur einigermaßen beide Hände für verwenden. Was das Ding dann noch hat, und das ist wichtig, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, das zweitbeste, was da dran ist nach der Klinge, ist diese sehr stabile, für meinen persönlichen Bedarf sehr gut funktionierende und angepasste Ahle, mit der man also ganz toll irgendwelche Löcherchen in verschiedenes Material machen kann. Das ist eine sehr praktische Funktion. Außerdem hat sie ein Loch, man könnte mit ihr also auch in sehr festem Material irgendwas nähen, entsprechenden Faden. Habe ich ja da. So, dann haben wir eine Rolle Panzertape. Das ist aufgewickelt auf etwas Heißkleber, Pistolenkleber. Ja, und muss ich nicht weiter zu sagen, dass man damit alles anstellen kann. Wer da nicht selber drauf kommt, kann sich ja mal ein Video angucken, wo die 6 Milliarden Verwendungsmöglichkeiten erklärt werden. Ich habe 2 kleine Geburtstagskerzen, falls ich mal Geburtstag habe. Und falls es irgendwie auch wieder für romantische Stimmung zum Beispiel oder tatsächlich auch als Zunder verwendbar. Das Wachs ist natürlich verwendbar, um irgendwas abzudichten. Man kann sie oder als Lichtquelle tendenziell verwenden, um mal irgendwo eine stationäre Lichtquelle zu haben. Oder was weiß ich. Natürlich alles nur sehr kurz, aber wer weiß, wofür das mal gut sein kann. Und Kerzen sind auch einfach irgendwie cool. Psychisch gesehen, psychologischer Effekt. Wenn ein Kerzchen irgendwo brennt, fühle ich mich einfach besser. Feuermachoption Nummer 1, stinknormales Big-Feuerzeugchen, ne? Ein kleines, dann hier diverses Bandmaterial und ein Flaschenhalter, die habt ihr bei mir auch schon häufiger mal gesehen. Die habe ich jetzt auch schon eine ganze Weile, diese lustigen Flaschenhalter aus China. Man kann da also eine beliebige PET-Flasche hier oben mit dem Hals einklippen. Die sitzt dann sehr fest und kann sich das damit dann an die Hose, an den Rucksack oder sonst wohin hängen. Funktioniert theoretisch auch mit ganz großen 1,5 Liter Flaschen. Es funktioniert auch mit 2 Liter Flaschen. Die sind aber einfach so schwer, dass das dann natürlich nicht reicht. Und die fallen dann wahrscheinlich früher oder später runter. Aber für 0,5er bis hin zu 1 Liter klappt es ganz gut. Bei 1 Liter würde ich ein ganz kleines bisschen vorsichtig sein. 0,5er sind überhaupt kein Problem. So, dann eben diverse Schnur. Das hier ist Dyneema. Also so eine unglaublich reißfeste Super-Ultra-Schnur aus dem Segelbereich ursprünglich. Wird jetzt auch als Gewebe, also als Tuch sozusagen, beim Ultralight-Tracking entsprechend gerne mal verwendet. Kostet Schweinegeld, wenn man das als Gewebe haben will. So ein Stück Schnur, das kann man auch bezahlen. Dann eine Maurerschnur. Und reflektierendes, sehr dickes, entsprechend zusammengewebtes Dyneema-Band. Das ist nahezu völlig unzerstörbar. Das habe ich, falls ich mal mich mit einer super dünnen Schnur abseilen möchte. Nein. Keine Ahnung, warum ich das habe. Ich hatte es halt noch rumliegen und fand es ein cooles Stück Schnur. Und reflektierend ist es auch. Man kann also sein Zeltchen damit vielleicht abspannen und dann findet man es leichter wieder, wenn es dunkel ist. Und man hat nur eine kleine Taschenlampe eben entsprechend dabei. So, was neu ist in meinen Survival Kits bisher, also das ist so die größte Neuerung sicherlich, außer dass ich jetzt gerade mal wieder keine Dose drin habe und keine offensichtliche Methode habe, Wasser abzukochen oder was sonstiges Zeug zu kochen, ist vor allen Dingen neu, es gibt jetzt auch Erste-Hilfe-Material. Das ist jetzt gerade mal eine Kompresse, also eine stinknormale Verband, also eine Binde. Ne? Aber wenn man jetzt hier aufmacht, dann findet man noch diverses andere Gerümpel. Und zwar Desinfektionstüchlein, nochmal Desinfektionstüchlein und nochmal Desinfektionstüchlein. Ballistol stichfrei Tüchlein, also Antimückenzeug. Da kommt jetzt auch nicht das Überleben drauf an, dass man sowas dabei hat. Aber es kann schon extrem nützlich sein, je nachdem wie sehr einem die Viecher gerade auf den Keks gehen, wenn man dann doch ein bisschen was dabei hat. Und wenn es verbraucht ist, ist es verbraucht. Ich habe davon auch nicht allzu viele. Aber immerhin. So, dann ein bisschen klassische hier.
Wundauflage, ne? Also Kompresse, klassische Pflaster. Ich weiß, da gibt es wahrscheinlich viel high-techigere High-End-Pflasterchen, aber ich komme mit denen einfach am besten zurecht. Das sind einfach meine Lieblingspflaster und die benutze ich auch gerne und dann bin ich glücklich und zufrieden, wenn ich damit mich gepflastert habe. Und irgendwo habe ich, auch noch die Dinger hier, ne? Also diese Klammerpflaster nenne ich es jetzt einfach mal. Ich weiß gar nicht, wie die offiziell heißen. Geht's drauf, mal gucken. Steri-Strip. Elastic Skin Closers. Naja, also jedenfalls soll man damit eine Wunde mehr oder weniger zusammenkleben können. Die ersetzen also quasi Nadel und Faden zum Wundenähen. Klar, Wundenähen ist potenziell natürlich langfristiger und haltbarer und toller. Aber das kannst du draußen nicht wirklich machen. Das hier schon. Und deswegen... Also das ist quasi wirklich nur ein minimales Erste-Hilfe-Material, natürlich. Dient auch eigentlich nur dazu, wirklich eine konkret blutende Wunde versorgen zu können, in der Hoffnung, dass man nach der Versorgung von einer konkret blutenden Wunde irgendeine Option hat, wieder nach Hause zu gehen oder sonst wie. Ne? Aber so habe ich zumindest jetzt mal, und das ist neu, auch im Survival-Kit, wenn ich mal mein Erste-Hilfe-Kit nicht dabei habe, was ehrlich gesagt schon hin und wieder mal der Fall ist. Ja, ich weiß, das ist schlecht. Und man sollte es dabei haben und gerade wir YouTube-Menschen müssen ja gucken, dass wir immer unsere Vorbildfunktionen, die wir haben, ob wir wollen oder nicht. Man kann ja einfach sagen, ich bin aber kein Vorbild und lebe trotzdem wie Heinz, das funktioniert nicht. Das hört man immer so gerne bei den Idioten-YouTubern. Na egal. Jedenfalls sollte man da schon dann darauf hinweisen. Das Sinnvollste, was man zunächst mal in den Wald mitnehmen kann, ist natürlich ein Erste-Hilfe-Päckle, ein Erste-Hilfe-Paket. Und zwar ein richtiges und nicht nur hier diese kleine Mini-Mini-Mini-Notlösung. Aber immerhin habe ich jetzt eine Mini-Mini-Mini-Notlösung. Da kommen noch ein paar andere Dinge dazu, die in dem Bereich auch noch fällig tätig sind. Ach ja, und hier habe ich noch ein kleines Stückchen dünnen Draht. Der ist jetzt natürlich nicht... super, super stabil, aber hey, immerhin ist das Draht auch für Ausrüstungsreparatur gut zu gebrauchen, für eine Fackel bauen gut zu gebrauchen, weil da muss man irgendwie das Fackelmaterial am Stock befestigen und wenn man dann überhaupt nichts hat, was nicht brennbar ist, dann ist das schwierig, das da irgendwie festzubinden und unter anderem für Fackelbau habe ich den tatsächlich einkalkuliert und da kann der so dünn sein, wie er möchte, der hebt ja trotzdem. Für ebenfalls die Energieversorgung, da kann man natürlich nicht viel mitnehmen, hoppala, Ersatzskalpellklinge. Nur für den Fall, ne? Dass aus irgendwelchen Gründen mir meine Primärklinge kaputt geht, habe ich dann halt nochmal eine Skalpell. Die wiegt nichts, die ist nicht groß, kann man einfach mitnehmen, ist schön sauscharf. Und wer weiß, ne? Da fallen einem dann sicher auch diverse Möglichkeiten ein, was man damit anstellen kann. Lässt sich übrigens mit dem Heißkleber, der hier in der Panzertape-Rolle drin ist, wunderbar an einem Stock montieren und gibt dann wirklich ein improvisiertes Messerchen, mit dem man auch tatsächlich arbeiten kann. Mit der Klinge an sich kannst du sonst nicht so viel anfangen. Ja, dann habe ich hier noch so Energy-Drink-Gedönse einmal, Energy-Drink-Gedöse zweimal. Klar, das hat nicht so viel Koffein, dass man damit jetzt um die Welt rennen kann. Das sind auch nur zwei Stück, aber ist auch mehr so für die Psyche, ne? Genauso wie der Traubenzucker. Einfach damit man das Gefühl hat, man hat noch ein bisschen was Stärkendes und Energiespendendes zu sich genommen. Ich persönlich bin da sehr anfällig auf so Kleinigkeiten, die mich einfach psychisch weiterbringen, die mir psychisch weiterhelfen. Hilft mir sehr. Gut, hier haben wir eine Nähnadel mit gewachstem Faden drumherum. Muss ich nicht weiter kommentieren, was man damit macht, ne? Wir haben eine kleine Taschenlampe. Ich halte Survival-Kits, die nicht irgendwas zum Lichtmachen enthalten. Muss ich mal wieder aufladen, habe ich erst neulich relativ viel benutzt. Das ist natürlich der Haken bei einer aufladbaren Taschenlampe. Man kann sie zwar immer aufladen, aber man muss sie auch immer aufgeladen dabei haben. Und wenn man sie mal nicht aufgeladen dabei hat, ist man eigentlich im Grunde nicht sonderlich gut vorbereitet. Das Thema Taschenlampe ist bei mir aber jetzt nicht so wichtig, weil ich auch noch mal eine am Geldbeutel habe. Das heißt, ich habe also immer mindestens zwei... am Schlüsselbund habe. Ich habe also eigentlich immer mindestens zwei dabei. Und eher habe ich noch diese Tasche nicht dabei und habe dann nur das Ding, was ich am Schlüsselbund habe, als dass ich dieses Ding hier nicht habe. Also von daher... Ja, es wäre vielleicht geschickter, eine Mini-Mini-Lampe zu nehmen, die mit Batterie arbeitet und dann noch ein paar Ersatzbatterien reinzuschmeißen. Sowas habe ich ja auch bisher gehabt, aber die ist halt wirklich überhaupt nicht hell, diese Mini-Mini-Lampe, die mit Batterien arbeitet. Das Ding hier ist schon erheblich heller und reicht von der Beleuchtungsstärke wirklich aus, dass man auch vernünftig rumlaufen kann des Nachts, also noch halbwegs vernünftig. Striker zum Firesteel, legen wir mal kurz da noch.
Das Lämpchen machen wir da noch. Dann habe ich hier, das war ursprünglich mal eine Pfeilkarte. So cool das war mit der Karte, habe ich mich jetzt doch entschieden, die Pfeilspitzen mal rauszubrechen. Und das ist natürlich A, weil es lustig ist. Pfeilspitzen dabei haben, irgendwie cool. Hat halt auch noch gut reingepasst. Und zweitens, das ist selbstverständlich jetzt wirklich was für den Weltuntergang, für Langzeit-Survival, sollte ich also spontan in irgendeine Situation kommen, wo ich ganz lange jetzt die Zivilisation nach mir, nachdem die Zivilisation schon tot ist, noch weiter überleben muss, so rum, dann habe ich immerhin Pfeilspitzen und kann mir entweder leichte Wurfspieße damit basteln oder tatsächlich irgendwelche Pfeile und versuchen, mit denen irgendwas zu treffen, was schwierig genug sein dürfte, aber ja, ich hab's halt mal dabei, ne? Und Pfeilspitzen kann man erheblich einfacher mitnehmen, als eben entsprechend, ja, keine Ahnung, gleich einen ganzen Pfeil. Die sind halt witzig, ich mag sie halt gerne. Soll ja auch Spaß machen. Muss ja nicht immer, ne? Wer weiß, ob die nicht doch mal, man kann es ja nie wissen. Dann zweimal Sekundenkleber. Wird ja auch zu medizinischen Zwecken angewendet, um irgendeine klaffende Wunde einfach zuzukleben mit dem Zeug. Mir wird immer so halber schlecht bei den Gedanken, aber gut, dann hört es immerhin erstmal auf zu bluten. Und ja, für den Zweck unter anderem, selbstverständlich auch, um irgendwas festzukleben, um irgendwas zu reparieren, zum Beispiel einen Schuh, wenn da irgendwie die Sohle abgeht und so weiter, dass man da sich einfach notdürftig ein bisschen helfen kann. Warum habe ich da zwei von dabei? Ja, war genug Platz, ne? Das hier ist Zundermaterial. Da hatte ich auch noch überlegt, ob ich irgend so einen super ultra mega Zunder mitnehme. Mir ist aber kein Szenario eingefallen, wo ich einen super ultra mega mega Zunder brauche. Daher sind das drei so spezielle Wattekugelchen, also so Spezialwatte, die brennen relativ lang, so etwa 5 Minuten mit einer kleinen Flamme. Aber wenn ich mit einem so einem Ding kein Feuer ankriege, ich weiß nicht, was für eine Situation dann da sein soll. Dann ist wahrscheinlich eine Situation, in der man ohnehin wirklich überhaupt kein Feuer machen kann. Deswegen habe ich mich entschieden, ja, super ultra mega Zunder muss nicht sein. Es reicht mein üblicher kleiner Survival Zunder. Eigentlich könnte man ja auch sagen, man muss überhaupt keinen Zunder mitnehmen, weil man ja als erfahrener Waldläufer in der Lage ist, überall irgendwelchen Zunder zu finden. Aber manchmal hat man vielleicht keinen Bock, erst extra noch groß suchen zu gehen, ne? Und darum ging es mir eigentlich. Jo, dann das hier ist noch ein winzig kleiner Stift. Den lasse ich da jetzt mal drin, obwohl da fliegt es eh gleich raus. Und dann habe ich mich bei der Frage des Fire-Stils für ein doch recht großes Modell entschieden. Ich mag die nicht, wenn sie Griffe finde ich völlig unsinnig bei Feuersteilen. Also außer man möchte sich gerne hübsche Ausrüstung bauen, die einfach cool aussieht. Klar kann man sich Griffe von Feuerstellen wunderbar verzieren. Das sieht toll aus, definitiv. Aber brauche ich persönlich nicht und habe deshalb so einen relativ großen, fetten, massiven eben entsprechend mitgenommen mit extra Striker, damit ich da gar nicht erst lange rumfummeln muss, bis ich an meinem Messer die geeignete Stelle finde, womit man was anreißen kann. Was bei diesem hier eigentlich noch ganz gut geht, weil die Säge steht hier hinten ein bisschen ab. Die Säge ist das Scharfkantige und damit kann man ja, den auch ganz gut bedienen. Muss man halt ein bisschen üben. Habe ich jetzt gerade lange nicht mehr gemacht, aber ja, gehen tut das auch. Ist aber nicht so gut und so einfach wie mit einem richtigen Striker. Ne? Und der macht wirklich ordentlich Funken, das Ding. Allein schon wegen der Größe, die er halt eben nun mal entsprechend hat. Und damit kriegt man, also mit ein bisschen Übung kriegt man ja ohnehin vieles angezündet mit den Dingern. Mit so einem großen ist es erheblich einfacher als mit so einem kleinen Mini-Dingelchen, was man ja ursprünglicherweise dann eher in so einem ja, Survival-Kit drin hat. Aber ja, ich hatte den Platz und ja, die Kante ist nicht ganz so scharf. Der Striker ist okay. Manche Ecken sind halt besser, manche Ecken sind nicht so gut. Aber ihr seht, also der macht wirklich ordentlich massivst Funken. Bin ich sehr glücklich mit dem Ding. Man kann ihn sich theoretisch auch hier noch einen Schlüsselring durchmachen oder ein Stück Schnur oder sonst wie und sich woanders hinhängen, wenn man den häufiger braucht. Ich gehe ja ohnehin im Survival-Fall dann davon aus, dass ich manche Gegenstände hier sowieso rausnehmen werde und dann einfach in die Hosentasche stecken, zum Beispiel das Messer. Auch den Fire-Stil würde ich mir dann an die Hose hängen, die Taschenlampe irgendwie versuchen, etwas griffbereiter zu haben als da drin. Solche Dinge, ne? Die Tasche ist jetzt nur im Wesentlichen zum Transport. Und wie gesagt, hier dieser Mini-Mini-Schreiberling habe ich bisher immer benutzt, um meinen Namen in Landestickets der Deutschen Bahn zu schreiben. Also sei es das Bayern-Ticket oder das Baden-Württemberg-Ticket oder auch mal das Rheinland-Pfalz-Ticket, keine Ahnung. Jedenfalls, dafür benutze ich den primär wirklich am aller öftesten. Ja, die geben einem auch einen Stift, wenn man lieb danach fragt, aber
Ich mag nicht fragen, ich mag dabei haben. So, und hier haben wir jetzt noch zwei Rettungsdecken. Ja, zwei Rettungsdecken. Das ist auch nochmal so eine große Innovation. Bisher hatte ich bei meinen Kids ohnehin keinen Platz für eine Rettungsdecke. Dann habe ich außen dran an die Dose meistens noch eine Rettungsdecke gehängt, dran gebunden oder dran gegummit mit einem Gummi. Und dann hatte man sie auch irgendwo dabei. Ja, aber ich finde jetzt bei dieser Lösung schon ganz schön, dass man zwei Rettungsdecken mit reinkriegt und Betonung zwei. Eine zum Zudecken, eine als Dach. Das ist so grob der grobe Plan. Kann man natürlich auch noch anders verwenden. So, und dazwischen ist noch unglaublich wichtig, ganz nützlicher Gegenstand, ein kleines Spiegelchen. Wo bin ich? Da bin ich. Hallo. Ja, okay, da ist die Kamera, aber ich bin dahinter, wie man sieht. ja, und Spielzeug, ne? Aber wiegt auch nichts und kann zwar auch fast nichts, aber ja, man weiß ja nie. Dann kann man immerhin mal nachgucken, ob man mal theoretisch eine Rasur nötig hätte. Gut, das ist bei mir eh fast immer der Fall, aber zwei Rettungsdecken. Also das ist auch nochmal so eine der größeren Innovationen. So, wer sich jetzt fragt, ja, aber wie willst du denn dann Wasser abkochen? Erstens, die Erfahrung hat gezeigt, dass ich eigentlich, wenn ich wirklich im Wald unterwegs bin, und mein Plan wäre schon auf jeden Fall in den Wald zu kommen, wenn die Zombies kommen, dann würde ich erstmal, wenn ich jetzt nicht sowieso in der Nähe von besserer Ausrüstung bin, würde ich in den Wald flüchten. Und wenn ich dann im Wald bin, dann habe ich ohnehin nie Schwierigkeiten, wirklich trinkbares Wasser zu finden. Ist bisher noch nicht vorgekommen. Entweder finde ich überhaupt kein Wasser oder ich finde dann meistens auch Wasser, das in sehr einfacher Form dann trinkbar zu bekommen ist. Das sind so die möglichen Szenarien, die mir bisher passiert sind. Das heißt, brauche ich unbedingt eine winzige Dose, worin ich Wasser abkochen kann, was ohnehin nicht viel bringt? Nicht so wirklich, habe ich dann irgendwann beschlossen. Also nur um der Dose willen, nee. Klar, man kann da drin auch noch was kochen, ja, oder was braten. Das wird mir dann vielleicht noch eher verfehlen. Aber Wasser abkochen, wenn man es dann doch mal muss, dann macht man sich eine Kuhle. Dann legt man die Kuhle mit Rettungsdecke aus, kippt Wasser auf die Rettungsdecke in eben dieser Kuhle und dann schmeißt man da heiße Steine aus dem Feuer hinterher und dann wird das Wasser auch heiß. Und wenn man übrigens den Boden der Kuhle noch mit ein bisschen Sand abdeckt, dann kann man auch die heißen Steine reinschmeißen, ohne dass die Rettungsdecke in Gefahr ist, kaputt zu gehen. Und damit funktioniert das auch. Und man kann dann gleich große Mengen von Wasser eben entsprechend erhitzen und abkochen. Und das ist doch meiner Meinung nach erheblich effizienter, als 6 Milliarden Mal eine winzige Metalldose entsprechend voll machen zu müssen, um dann irgendwann gewisse Mengen an Wasser abzukochen. Klar, geht auch, kann man auch machen. Und ich verstehe auch jeden, der aus diesem Grunde eine Metalldose als EDC entsprechend mitschleppt. Habe ich auch lange eben gemacht. Aber jetzt bin ich irgendwie davon weggekommen. Jo, das wäre meine aktuelle EDC-Dose dann auch gewesen. Wieder einmal ziemlich langes Video, aber das hat ihr ja inzwischen gewöhnt. Ja, dann werde ich mal weiterhin noch hier die Auwälder erkunden. Mal schauen, ob ich noch irgendwas Interessantes finde, was dann mal noch auf dem Video muss. Ich habe es ja schon gemacht, weil sonst wäre das hier die perfekte Location für Mistel. Guckt mal da. Also man kann da hinten diese Bäumchen da, ja, jetzt sieht man sie besser. Die sind natürlich von oben bis hinten voll mit Mistel. Wäre eigentlich ideal, das als Mistelbaum für mein Mistelvideo genommen zu haben, aber naja, egal, jetzt ist es schon abgedreht und ich glaube, das war auch so ganz okay. Das war immerhin das Video mit dem Fasan, der spontan aufgetaucht ist. Ich freue mich heute noch über diesen Fasan, der dann plötzlich da war und ich gerade zufällig das Teleobjektiv dabei hatte. Okay, aber dieses Video ist lang genug, ne? Muss ich jetzt nicht noch lange um den heißen Brei herumreden. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.